Für uns ist es doch gar nicht mehr möglich, ohne Steckdose in der Nähe zu leben. Denn unser moderner Alltag benötigt nun mal Energie. Während wir hier in Köln es für das Normalste der Welt halten, immer eine Steckdose und somit auch Strom in der Nähe zu haben, ist dies für 1 Milliarde Menschen weltweit nicht der Fall. In unserer Wohlstandsgesellschaft ist es daher auch mal wichtig, auf Pause zu drücken. Ich werde für das Ziel Nummer 7 öfter mal mein Smartphone und Laptop ausschalten. Das wird sich zunächst wahrscheinlich erstmal ein bisschen komisch anfühlen. Aber ich habe auch den Wechsel auf Ökostrom geschafft, was gar nicht unbedingt immer teurer ist. Gerade in der Region des Rheinischen Reviers mit dem Hambacher Wald um die Ecke heißt das auf lange Sicht ein Kohlekraftwerk weniger, wenn alle mitmachen.